Sie empfehlen? Das kostenlose Girokonto der Sparda-Bank, weil es ohne Mindesteingang auskommt. Wir haben uns im Klinikum Nord, im Institut für Klinikhygiene, schlau gemacht, was gegen gefährliche Grippeviren hilft. Denn die Schweinegrippe ist auf dem Vormarsch und hat nun auch Franken erreicht. Schnell breitet sich Angst vor einer möglichen Ansteckung aus. Viele fragen sich daher, wie man sie schützen kann. Dr. Ingo Jonschor erklärt, was wir tun können. Also zunächst ist es so, dass ein bestätigter Fall in Bayern sicherlich jetzt nicht die große Gefahr ist, was die Ausbreitungstendenz betrifft. Wie schützt man sich gegen Grippe? Letztendlich muss man darauf aufpassen, dass man sich den Erreger nicht akquiriert, also nicht einsammelt. Zum Beispiel über Händekontakte in großen Menschenmengen zum Beispiel sollte man, wenn möglich, meiden. Ist manchmal ein bisschen problematisch, aber im Augenblick ist die Gefahr sicherlich noch nicht sonderlich hoch. Nicht nur Massen meiden, sondern auch so oft wie möglich Hände waschen, rät Dr. Annette Reinhardt. Ich muss genügend Händewaschlotion nehmen. Dann reibe ich mir die Hände gründlich ein. Die Empfehlung ist sogar 20 bis 30 Sekunden. Richtig die Hände einreiben mit der Seite benetzen und dann gründlich abspülen. Weil diese Prozedur natürlich eine schädigende Einwirkung auf die Haut haben kann, muss ich die Hände wirklich gut trocknen und nach dem Trocknen der Hände mit Hautschutzmittel einer Handcreme eincremen. Würstchen sind lecker. Doch wie sieht es mit dem Verzehr von Schweinefleisch aus? Also das ist sicherlich gar kein Problem. Immer dann, wenn ausreichende Erhitzung vorliegt, muss man davon ausgehen, dass alle Krankheitserreger, unter anderem auch die Viren, entsprechend abgetötet sind. Wie gefährlich schätzen Sie den Virus ein? In Bayern ist bereits ein Fall bekannt. Werden bald die Krankenhäuser überquillen? Letztendlich weiß man es nicht. Es sieht allerdings so aus, dass die krankmachende Wirkung dieses Virus jetzt nicht so sonderlich hoch ist. Auch die Sterblichkeiten sind, soweit beschrieben, doch eher gering. Man muss davon ausgehen, dass die meisten Erkrankungen wahrscheinlich ähnlich verlaufen wie sonst die Grippeerkrankungen. Halten Sie im Augenblick Mundschutz für übertrieben? Also im Augenblick ist es sicherlich noch übertrieben. Sollten wir wirklich eine Epidemie bekommen mit sehr vielen Erkrankungen, mit großem Ansteckungsrisiko, würde man möglicherweise den einen oder anderen auch in der U-Bahn sehen, der einen Mundschutz trägt. Dort wäre es dann vielleicht auch angebracht, aber wie gesagt, im Augenblick sicherlich noch übertrieben. In Mexiko und Japan längst kein ungewöhnliches Bild mehr. Aber wie hilfreich ist eine Mundschutzmaske? Also der Mundschutz selber, es kommt ein bisschen darauf an, was Sie für einen einsetzen. Wir haben natürlich im Krankenhaus sehr viel, wahrscheinlich bessere, hochwertigere Mundschutzmasken als jetzt die allgemeine Apotheke anbieten kann. Auch dieser ganz dünne Papiermundschutz hat zumindest einen Effekt. Man greift sich nicht unbewusst an Mund und Nase, denn darüber würde dann doch relativ schnell eine Infektion laufen. Das heißt, er bietet zwar keinen Schutz möglicherweise gegen die Viren, die in der Luft herumfliegen, aber durch die Berührung, durch die Verhinderung der Berührung an Mund und Nase ist das Infektionsrisiko dann doch minimiert. Kein Grund also, auf leckere Würstchen zu verzichten, denn die schmecken hier in Franken immer noch am besten.